Die fetten Allgemeine, die Grüße von mir und Marv. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu einem neuen Bündchen von Road to Scuff Master in Black Ops 3. Und ja, wir spielen auf der wundervollen Map Newton, jetzt mit der Wiese mal. Also ich nenne sie Wiese eigentlich Wiesel, aber das hört sich halt zu sehr nach Wiese an. Deswegen ist das für mich das Wiese. Und die habe ich ehrlich gesagt mittlerweile lieb gewonnen. Nämlich mit dem Scuff-Controller spiel, weil die eigentlich echt, die schießt schön schnell, ist eigentlich ziemlich präzise im Nahkampf und mit Laservisier da noch drauf, auch aus der Hüfte, was auch nicht schlecht ist für Scuff-Gaming, dann wenn man da so viel zu gegen drückt. Oh, die Batterie ist was leer, das ist natürlich nicht so gut, aber für die Runde wird das noch easy reichen. Hoppala, so. Weg damit. Jawohl, Annihilator. Alles klar. Dann setze ich mich mal hier hin. Bam, weg. Wo sind die denn jetzt alle? Da. Helm weg. Helm. Lol. Da habe ich das Auto getroffen und das ist explodiert. Was war das für ein Kill, ey? Also das letzte Video, da habe ich ja 45:1 gespielt, das werde ich diesmal schon mal nicht hinkriegen. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Denn bis jetzt habe ich das Gefühl, dass die Runde trotzdem noch ganz gut werden kann. Also ich muss auch nicht immer der 45:1 Runde haben oder sowas. Mir langt es vollkommen nicht so mangelnd. Überdurchschnittliche Runde, also auf jeden Fall im positiven KD-Bereich wäre natürlich nice. Und was ich eigentlich auch als Ziel habe, was ich auch zu 99% der Falle erreiche, ist auf dem Treppchen zu stehen. Und das schaffe ich echt. Wenn mein Team gewinnt, dann bin ich echt weit oben mit dabei immer. Und befinde mich dann am Ende auf dem Treppchen da, in den Siegerkreis. Fuck! Wir haben A verloren. Das ist ein bisschen Abfuck gerade. Shit. So, der ist weg. Ich frag mich, wie der Typ mit diesen neuen Energiewaffen spielen kann. Die sind einfach so scheiße, finde ich. Das sind überhaupt keine COD-Waffen, weil die haben irgendwie. Man drückt ab, dann kommt eine Kugel rausgeschossen, aber die Kugel, die fliegt so langsam, dass du echt in den Lauf schießen musst oder sowas. Alter! Jetzt hör doch mal auf damit! Also, mit den Waffen komme ich echt nicht klar. Und ich muss sagen, dass ich auch echt traurig bin. Ich habe schon so viel Zeit in Black Ops 3 verbracht, ne? Und ich habe. Die einzigen Waffen, die ich gezogen habe, ist einmal eine Nahkampfwaffe und diesen scheiß L4 Siege, diesen halbautomatischen Raketenwerfer. Da denke ich mir auch, wer setzt sich das einfach? Einen fucking halbautomatischen Raketenwerfer! Wer kommt auf die Idee? Sie ist tot. Nee, ich will jetzt nicht den Annihilator holen, denn ich habe meinen Backcheck-Auftrag, dass ich mit. Mit zwei unterschiedlichen Spezialistenwaffen oder Fähigkeiten in einer Runde 4 Kills holen muss. Und mit den Annihilator habe ich ja schon 3 geholt. Sie ist tot. Und ich brauche jetzt einen anderen. Also eine andere Waffe. Ich weiß gar nicht, was die Gegner so haben, aber irgendwie sieht das irgendwie so aus, als ob die nur Self hätten. Sag mal, die können doch nicht alle nur Self spielen. Jawohl! Was ist das? Ein Sturm? Sturm bereit. Ja, alles klar, ein Sturm. So, damit ich das hinkriege, tut mir leid, aber ich muss mich einmal hier hintocken. So. Ja, warum hat das jetzt nicht gezählt? Haben noch nicht 4 Kills mehr. Ach nee! Jetzt! Weil den einen hatte ich ja gekillt, indem ich auf das Auto geschossen hatte.
Lol, alles klar, easy. Direkt in den Annihilator wieder. Fuck! Alle von hinten in den Arsch geschossen worden. Oh, da habe ich den Auftrag für Blackjack auch erledigt. Der ist fast tot. Ah, nee! Bitte nicht! Lass mich bitte leben! Ja, kannst du dich nicht verstecken, wenn ich hier mal einen 6. Sinn habe. Hä, wie wäre es, wenn ich ihn auch mal abpallern, anstatt einfach nur wegzuspringen, wie sonst was? Seraph, Abschuss. Ah, ne, 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 so nicht. Nein, und der blockiert er mich! Oh. Ja, 25-16. Das sind eigentlich so meine Standardrunden, würde ich sagen. Also im positiven Bereich nicht allzu gut, aber auf jeden Fall überdurchschnittlich würde ich das nennen. Feind am Boden. Halbzeit. Ja. Und wie man sieht, ganz oben aus dem Team. Und das ist halt irgendwie ungelogen, das ist echt immer so. Ich bin eigentlich immer mit dabei, wenn man Team im Siegerkreis ist, dann stehe ich echt mit den anderen beiden da. Das kommt echt nur selten vor, dass ich da echt nicht stehe. Gestern stand ich da einmal nicht drauf. Was daran lag, nicht, dass ich scheiße gespielt habe. Ich hatte 4200 Punkte und war Vierter. Weil wir das Gegnerteam einfach so rasiert haben, war ich mit 4200 Punkten Vierter. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Und irgendwie 75 Punkte hinter dem Dritten. Deswegen stand ich dann nicht im Siegerkreis, weil wir einfach zu gut waren. Ich wollte hier gerade die Flagge einnehmen, aber die haben wir doch schon. Seraph tot. Jawohl, welch damit. Moin. Nein! Seraph tot. Ja, da habe ich erstmal wieder einen Annihilator. Easy, kann man mal machen. Mit Blackjack kann man echt viele Spezialisten Waffen kriegen in einer Runde. Das ist echt geil. Nein! Oh! Ich habe ihn gesehen, aber ich war ein bisschen zaghaft zum Zielen, weil ich gerade nicht viel von ihm gesehen habe. Ach, Kacke. Das war scheiße geschossen. Ja. Verbündetes verstärktes Geschütz. Okay. Ihr werdet nicht gekämpft. B ist abgesichert. So, erstmal kämpfen. Na, Spaß. Kommt er einfach wieder hier an. Treffer. Nein! Ihr werdet hier nicht rausschießen. Okay. Halt doch. So. Ja, da kommen sie alle. Oh, scheiße. Weiß gar nicht, wie viele Spezialisten machen hatte ich jetzt schon? Schon ein paar, oder? Irgendwie 6 oder so. So viele kriegst du halt niemals normal. Wenn du mit den normalen Spezialisten an sich spielst. Wir verlieren B. Achtung, mehrere feindliche Drohnen über uns. Ja, moin. Und da ist der Sturm. Die Ruhe vor dem Sturm. Ne, so nicht. Nein! Leider nicht getroffen. Nein! Oh Mann. Ich spiele mit dem Sturm eigentlich ziemlich gerne. Oh. Flash in the face. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was eure Lieblings-Spezialistenwaffe ist.
spiele ich ja auch gerne mit Spectre und mit dem Typen. Ich finde die Fähigkeit eigentlich geil, dass er sie unsichtbar machen kann. Aber... naja... irgendwie... ich meine, ich kann es ja mal ausprobieren in einem Video. Vielleicht gefällt mir das dann ja auch. Aber mit dem Ripper, mit dem komme ich überhaupt nicht klar. Nur mit der Nahkampfwaffe, das ist einfach so krüppelig. Finde ich persönlich jetzt. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Vielleicht spielt ihr ja sogar gerne mit dem. Vielleicht habt ihr ja auch ein paar Tipps, wenn man den spielen sollte oder sowas. Manche lohnt sich halt in manchen Situationen eher einzusetzen, manche Fähigkeiten oder Waffen. Und manche eher in anderen. Zum Beispiel Firebreak, weißt du natürlich nicht in offenem Gefecht, wenn da keine engen Räume sind wie hier jetzt. Das lohnt ja überhaupt nicht. Und Annihilator oder Sturm, was war natürlich eigentlich mehr auf Distanz dann. Nein, nicht jetzt! LOL! Lappen! Nein, nicht jetzt! Och komm, ich wollte den Dach laden, weil ich nicht mehr viel Munition für meinen Diesel hatte. So, einmal Annihilator aus dem Sack. Okay, jetzt kämpft da gerade keiner. Nein! Oh, 48, 30. Ich weiß gar nicht, wie, wie präzise der Annihilator aus der Hüfte ist. Wie sie eigentlich immer an, wenn man durchschießt. Ah, scheiße. Oh, 190 zu 200. 48 zu 32. Ja, aber 7000 Punkte. Also das war... so in der Richtung von den KDs her sind so meine, der Name von dem Typ Kevin Max Ego. so in der Richtung von der KT sind eigentlich die meisten meiner Spiele. Die 54i vernichten jeden Gegner. Ich mache eigentlich immer ziemlich viele Kills, aber kriegt auch ein paar Tode mehr rein als die meisten. Wobei ich mit am wenigsten habe aus meinem Team. Na gut. Ja, der vorletzte aus dem Gegnerteam, 525. Weißt du, da frage ich mich, würde ich jedes Mal 525 spielen? Ich würde das Spiel nicht mehr anfassen. Ich wäre einfach so mega frustriert. Das würde mir keinen Spaß machen. Wie kann man denn 525 spielen? Na gut, aber das Video ist hier vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Like da. Diesmal hatten wir ein ziemlich spannendes Match. Und ja, wenn ihr uns mögt und noch nicht abonniert habt, dann tut dies bitte. Würden wir uns sehr darüber freuen und ja, dann sehen wir uns hoffentlich noch wieder im nächsten Video. Tschüss!